Ronrad zum Gruße, Leute. Es geht weiter mit Memoria und wir sind hier wieder mit Sascha am Spielen und gewechselt zwischen Geron und ihr geht's ja immer hin und her. Macht mir aber bisher nicht so viel aus. Ich finde das immer noch spannend und es läuft gerade hier ein bisschen, vielleicht ein bisschen ruckeliger oder langsamer, weil ich im Hintergrund rendere, aber ich wollte es mir irgendwie nicht nehmen lassen. Ja, dass ich hier beides zeitgleich gerade ausnahmsweise mal wieder mache. Normalerweise warte ich immer ab. Kann es sogar sein, dass ich irgendwie zwischenzeitlich aus dem Spiel fliege. Ist ja auch egal. Wir machen erstmal so weit, wie ich komme. Und die Frage ist halt immer noch, was? Was soll ich jetzt hier eigentlich machen? Was wollt ihr alle von mir? Ich soll ihn dazu bringen, dass er die Maske aufsetzt. Muss er sich dafür ans Feuer setzen? Ist es dafür gut oder wie oder was? Ich habe keine Ahnung. Können wir das hier noch... Das geht nur bei magischen Artefakten. Kann man das irgendwie magisch machen oder soll ich die da reinschmeißen? Nein. Sollen wir sie ihm zurückgeben? Weg. Lieber, willst du deine Kette zurück? Gut, dann behalte ich sie. Ja, die ist ja auch ganz gut zum Visionen schicken, habe ich ja auch schon irgendwie festgestellt. Ich mach mal hier Hotspot. Überlege, was gibt's denn hier für einen Unterschied zwischen Eiskristalle und... Was war das andere? Eiskristalle war doch hier noch was. Nicht? Da war doch noch. Dann nicht. Die Statue ist von einer Eisschicht umgeben. Bloß nicht hinsehen. Mir ist schon kalt genug. Die kann ich nicht einfach abnehmen. Das lässt sich nicht. Kann ich die, versteinern? Der Zauber wirkt nur auf Lebewesen. Der wirkt nur auf Lebewesen? Echt? Das wusste ich gar nicht. Was ist, wenn ich die versteinere? Aha. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Willst du dich nicht mit ans Feuer setzen, Rachwan? Kälte ist nur im Kopf. Halte sie aus dem Kopf und dir wird nicht kalt. Wenn man es bloß essen könnte... Denkt nicht daran, Prinzessin. Ihr habt es fast geschafft. Was habe ich fast geschafft? Ach so, dass ich hier überhaupt durchkomme in die Berge und rumkletter und so. Ja, aber trotzdem. Es ist eisig kalt hier und sie hat Hunger, kann ich auch verstehen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was gebracht hat, dass ich die jetzt versteinert habe. Ich lasse die jetzt einfach mal eben kurz so. Was ist mit dem Schnee? Nein. Ich kann meine Hände jetzt schon kaum noch spüren. Schnee. Überall Schnee. Ich bin fast am Ziel. Wenn nur diese Felswand nicht wäre. Ja. Und dann war hier auch noch vorhin ein Spalt, den man... Was heißt hier vorhin? Ich mache hier gerade eigentlich eine neue Aufnahme. Das letzte Mal war hier auch noch so ein Spalt, wo ich ihm eine Vision schicken konnte mit dem Spalt. Aber ich glaube nicht, dass sie will, dass er sich da runterstürzt. Den Göttern sei Dank habe ich mich während des Aufstiegs nicht verletzt. Kann ich mit dem Verband irgendwas machen, oder? Ich kann nicht glauben, dass ich ihn einst diesem Verräter überlassen wollte. Ich habe inzwischen gelernt, mit ihnen umzugehen. Wenn ihr euch die Inschrift nicht merken könnt, so werde ich sie euch vorsagen. Doch erst müsst ihr ihm die Maske aufsetzen. Ja. Aber wie denn? Wie denn? Setz die Maske auf. Nein, bleib mir fern damit. Ihr werdet ihn erst überwältigen müssen. Ich weiß. Aber wie? Ich bin zu erschöpft, um mit ihm zu kämpfen. Außerdem ist mir kalt. Ich brauche dringend etwas, woran ich mich wärmen kann. Ich weiß. Aber wie? Wieso wiederholt sie sich? Willst du dich nicht mit ans Feuer... Kate, halte... Ja, jetzt frag ihn doch nicht immer. Ah, das ist schon viel besser.
Kannst du mit dem Feuer jetzt noch irgendwas machen? Noch mehr Feuer machen? Das Feuer ist jetzt... Ach so. Feuer ist groß genug? Für... Keine Ahnung. Das wird niemals gehen. Kann ich da was anderes reinschmeißen? Also ich glaube ja immer noch, dass ich hier den Schnee oder diese Eiskristalle schmelzen soll. Und dann hat sie auch was Warmes vielleicht zu trinken und fühlt sich dann gestärkt. Aber ich habe nichts, wo ich das reintun könnte, außer diesem Alkoholblödsinn. Auch wenn mir kalt ist, ich werde nicht davon trinken. Ich brauche einen klaren Kopf, wenn ich diese Reise überleben will. Wäre immer noch besser als gar nichts trinken, oder? Aber naja. Wenn es nur so einfach wäre. Welch Hohn. Ich muss dort hoch und... Kannst du auch anderes versteinern außer Pflanzen? Ich weiß nicht. Vielleicht früher einmal. Menschenhände sind inzwischen, fürchte ich, meine Grenze. Na, immerhin. Gibt's hier echt nichts mehr, was ich irgendwie noch nehmen kann oder so? Vielleicht kann ich hier jetzt vom Grasbüschel was abschneiden, weil da, keine Ahnung. Kannst du? Kannst du nicht. Weil die sind jetzt verhärtet? Wenn es essbar wäre, könnte ich es von Hand ausreißen und essen. Aber das Risiko ist so groß. Die direkt nehmen? Ist das Gras giftig? Nein. Iss. Iss. Ich bin deine Spüle ja, ein für alle Mal satt. Der verarscht uns. Kann ich denn nichts damit machen? Das ist total... Ich sehe keinen zusammen. Das Feuer ist jetzt... Wozu brauche ich denn die Grasbüschel, wenn sie die nicht essen kann? Und was bringt mir die zu versteinern? Es ist schwierig. Kannst du ihm nochmal versuchen, eine Vision zu schicken? Was anderes fällt mir sonst auch nicht ein. Ja, hier, jetzt kommen nämlich die Eiszapfen. Komm, hol mal die Eiszapfen, du Typ. Lagerfeuer kann ich ja leider nicht nehmen. Das bringt ja alles auch nichts. Mein Geist ist stärker als die Kälte. Vielleicht muss es wieder eine andere Vision werden. Ich probiere jetzt mal wieder Verschiedenes aus. Nehmen wir mal eisiges Funkeln. Dornbusch und die Blume. Macht zwar alles keinen Sinn, aber... So kalt ist es nicht. Noch irgendwie eine andere tolle Idee. Rachwan. Rachwan, lieber Rachwan. Felswand. Spalt. Schnee. Hatte ich auch noch nicht. Mein Geist ist... Ja, du bist so cool. Ja, weiß auch nicht. Ich kann jetzt auf jeden Fall nichts mit diesen Eiszapfen machen. Die sind nur in der Vision da. Und das finde ich komisch, finde ich das irgendwie. Als ob das dann schon so ein Hinweis dafür wäre, dass man die hier nehmen sollte, weil die nur erscheinen, ja. Ne? So. Ihr wisst schon, was ich meine. Das macht auch alles so gar keinen Sinn. So kann. Ja, das bringt auch so nichts. Was ist mit dem Grasbüschel? Das verstehe ich irgendwie nicht. Soll ich die wirklich versteinern? Aber was kann ich mit dem Gras machen, wenn es nicht so ist? Wenn es essbar wäre, könnte. Aber das Risiko. Wenn man es bloß essen.
Die Kette ist dafür da für die Vision. Kann ich mit dem Verband irgendwas Das führt machen? doch zu nichts. Kann ich mit dem Verband vielleicht die Sachen nehmen? Ich darf mein Ziel nicht. Kann ich damit den Schnee nehmen mit dem Verband? Der Weg der Willkür ist. Nein. Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen aus, weil ich keinen Plan habe. Das Feuer ist jetzt groß genug. Nein. Ich sehe keins. Nee, das bringt nichts. Ich probiere hier gerade ein bisschen wild durcheinander und mich nervt es gerade ein bisschen, dass ich irgendwie so gar keine Ahnung habe, was ich machen kann. Weil ich hab keinen Plan. Die Maske so direkt aussetzt. Mir bleibt eigentlich nur eine Vision, aber das wäre halt zu einfach, denke ich mir die ganze Zeit. Kann ich nichts machen? Ich darf jetzt nicht. Und an die Blume da rankommen, ist das irgendwie Sinn und Zweck? Aber die war, glaube ich, nur zum Testen dafür für, ne? Mir fehlt die Vision. Ja, mir auch. Mir fehlt tatsächlich eine Vision. Irgendwie fehlt mir auch total die Inspiration gerade so, was sie hier von mir wollen. Hier, schmeißt sie ins Feuer. Das wäre grausam. Sie wirkt nur auf Menschen. Das wäre grausam. Feuersteine, Visionen schicken, aktivieren, deaktivieren. Gibt's hier irgendwas Magisches, was ich aktivieren könnte? Das geht nur bei Mark. Das geht nur. Haha, ich kann mich doch nicht selbst einschläfern. Schade. Hätte ja klappen können. Keine Ahnung. Er setzt sie nicht auf, dann sagt er, ich müsste ihn dann schon überwältigen. Nein, ich, ja, mir, keine Ahnung, außer Vision. Und vor allem, gut, ich habe jetzt hier ein Feuer gemacht, aber ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht wofür. Weil sie wollte sich irgendwie wärmen, aber naja. Hier, Spalt, schmeiß dich rein. Viel Spaß. Mein Geist. Das Feuer, gut. Ich habe das Feuer eigentlich zuerst gehabt. Es sei denn, wir sollen ihm zwei verschiedene Visionen schicken, irgendwie. Einmal irgendwas mit dem Feuer, damit wir uns vielleicht daran stärken können, und einmal eine dann später, um mit der Felswand zu helfen. Oder ich muss vorher längst was mit dem Feuer machen. Das denke ich. Mir sieht sogar eher gerade, Entschuldigung. Aber irgendwie. Ja. Was macht man denn jetzt? Hallo? Hallo? Hilfe. Ah, das ist schon viel besser. Wenn man es bloß. Das Gras brauchst du auch nicht ins Feuer werfen, das wäre sinnlos. Kann ich mit dem Gras irgendwas anderes machen? Ich glaube nicht. Ach, Rachwan. Was mache ich denn bloß mit dir? Ich könnte jetzt hier. Ich überlege mal eben kurz offline. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich gerade zu ungeduldig und mir fällt gerade nichts ein und ich will mal kurz eben selber nachdenken und dann schalte ich wieder zu euch zu. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe ein bisschen herumprobiert und nachgedacht und es hat tatsächlich geholfen. Und zwar hat er ja immer gesagt, ihr macht die Kälte nichts aus. Und wir hatten ja nur diverse Möglichkeiten hier an Dingen zur Verfügung, um ihm eine Vision zu schicken. Und dann kam mir die Idee, ja. Werdet ihr mal sehen hier. So, also wir können ja hier zum Beispiel nur Eis zapfen und eisiges Funkeln und Schnee und so. Und dann kam mir so der Gedanke, ja, vielleicht muss ihm mehr eingetrichtert werden, dass es kalt ist, dass er sich ans Feuer setzt. So. Also nehme ich halt alles nur, was mit Kälte zu tun hat, weil er ja sagt, das findet alles nur im Kopf statt. Ja.
Und das hat natürlich funktioniert. Hehe. Ja, manchmal brauche ich so einen Moment für mich, um auf bestimmte Gedanken irgendwie zu kommen. Manchmal kann ich das halt nicht so auf Abruf machen in der Aufnahme und brauche mal so einen kurzen Moment der Stille und finde das halt doof, das im Let's Play zu machen. Ich kann nicht auf einmal hier aufhören zu reden und nichts mehr tun und Sachen sinnlos anklicken. Und naja, so wissen wir jetzt jedenfalls, er ist näher ans Feuer gekommen. Weiter weiß ich jetzt auch nicht. Immerhin schon mal das geschafft. Er ist jetzt näher dran. Kann ich ihm sie jetzt aufsetzen oder? Setz die Maske auf. Nein, bleib mir fern damit. Ihr werdet ihn erst überwältigen müssen. Er ist aber schon mal näher ans Feuer gekommen. Was hat mir das denn jetzt gebracht? Können wir jetzt noch mehr machen? Wenn ich ihm jetzt noch eine Vision schicke, was ist dann? Das ist gerade nicht mehr nötig. Aha, okay. Also bin ich auf was anderes hinaus? Schnell! Setzt ihm die Maske auf. Ah, okay. Alles klar, mach ich. Setz die Maske auf. Nein, bleib mir fern damit. Ihr werdet ihn erst überwältigen müssen. Hä? Ich denke, ich sollte das jetzt schnell machen. Setz die... Aber immer, nein, wenn ich jetzt... bleib... Ihr werdet... Gut, kann ich dann... Wenn ihr euch die Inschrift nicht doch erst... Hä? Gut, dann gehe ich noch mal näher ans Feuer. Jetzt habe ich dich. Ah. Dass ihm nicht kalt ist. Ja, aber warum setzt du sie ihm dann nicht auf? Setz die Maske. Hä? Warum sagt Nein, sie das denn bleib immer? Mir. Ihr werdet ihn... Bin ich jetzt irgendwie... Rachwahn? Rachwahn ist aber auch beim Feuer hier. Ich mach mal hier zum Feuer. Schnell, setzt ihm die Maske auf. Was ist denn schnell? Setz die Maske. Dann sagt sie das. Nein, bleib. Ihr werdet... Ich soll ihn überwältigen. Dann überwältige ihn doch. Mach schon. Schnell, setzt ihm die Maske auf. Wenn es essbar wäre, aber das... Schnell. Kapier ich gerade nicht. Wenn ich doch... Das wäre grausam. Setz die... Nein, bleib. Ihr werdet... Kannst du... Wenn man es bloß essen... Denkt nicht. Also irgendwie... Jetzt habe ich dich. Jetzt steht sie direkt neben ihm, aber setzt ihn trotzdem nicht auf. Was soll ich denn da machen? Seine Dinger entsteinern? Kannst du nicht noch mehr von... Nein, ich bin nicht... Ja, also sie steht bei ihm, er sagt, mach schnell und dann labert sie ihn an. Weiß ich nicht. Setz die Maske. Na, bleib. Hä? Setz die Maske. Nein, bleib. Ihr werdet... Ich war... Mach mir endlich eine Räuberleiter. Gib mir mal... Es wird... Setzt ihm die Maske auf. Ja. Ich gebe mir hier Mühe, ne? Also... Ich glaube, das ist jetzt, fehlt jetzt echt nur noch der letzte Schritt gerade, aber irgendwie will sie sich nicht irgendwie dazu erringen, das zu schaffen gerade, obwohl sie hier neben ihm steht. Er hat keine Hände und er ist am Feuer, was willst du denn noch? Schnell, setz die... Hier, schnell, schnell, setz die Nein, bleib mir, ihr werdet... Ich werde ihn erst überwältigen Haruns müssen. Haruns Dolch ist nun... Ja, witzig. Das ist gerade... Schnell, setz... Das ist so idiotisch, oder? Ich meine, jetzt ist er hier nah dran und ich krieg's trotzdem nicht hin. Kapier ich gerade nicht. Was willst du denn? Wollt ihr mich schon... Nein. Nein, ich will dich nicht weggeben, lieber Stab. Ich bin gerade eher genervt, dass das nicht klappt. Ihn angreifen geht auch nicht. Jetzt habe ich dich. Dass ihm nicht... Habe ich dich. Setz die Maske. Nein, bleib mir. Ihr werdet ihn erst überwältigen. Das ihm nicht. Also soll ich ihn jetzt doch überwältigen, weil er sagt ja mal, mach schnell und so. Hast du Durst? Ha, er weiß, dass er... Eine Vision schicken geht aber auch nicht mehr.
Schnell, setzt ihm die Maske auf. Schnell. Setzt die Maske. Nein, bleibt mir. Ihr werdet das ihm nicht. Also irgendwie muss ich ihn wirklich überwältigen. Ich habe keinen Plan. Gibt's hier noch irgendwas? Kann ich mit dem Grasbüschel was ist machen? Ist das Gras giftig? Nein. Ich bin dein... Irgendwie regt mich das voll auf, dass ich jetzt gerade einen Gedanken weiter hatte und jetzt stehe ich schon wieder vor der nächsten blöden Sache hier. Und es ist bestimmt voll einfach. Er hängt ja hier schon, aber sie will ihn ja auch nicht... Also einfach befreien will sie nicht, dann würde er sie überwältigen. Die Maske so direkt aufsetzen geht auch nicht. Eine Vision schicken geht auch nicht. Dieses Aktivieren geht auch nicht. Mit dem Dolch ihn angreifen geht nicht. Was fehlt mir denn gerade irgendwie? Vielleicht kann ich die Dinger versteinern, wo er gerade hängt. Ha, alles klar. Zul, Asavsha. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich ihn wirklich. Na endlich, jetzt kann ich ihm die Maske aufsetzen. Sprecht mir nach. Ftan Faskadan es blaste Quatan. Ftan Faskadan es quas es blaste Katan? Ich glaube, das darf. Ftan Faskadan es blaste Katan. Humurilor Gras Ferel Goran. Humurilor Gras Ferel Goran. Hilbe Mutje Gerul Felan. Das habe ich jetzt nicht gehört, das letzte. Hil, Bemutir, Gerul. War das Felan oder Felan oder Felam? Hil, Bemutir, Gerul, Felam. Falsch, nochmal von vorne. Okay. Ftan, Faskadan, es blaste Quatan. Fadan. Ftan Alasan es blaste Katan. Nein, 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 nein. Falsch, nochmal von vorne. Oh, Ftan Faskadan es blaste Katan. Was? Ftan. Humurilor Gras Ferel Goran. Humurilor Gras Ferel Goran. Hilbe Mutje Gerul Felan. Hilbe Mutje Gerul Felan. Falsch, nochmal von vorne. Oh, ich dachte, das war das Richtige. Es blaste Quatan. Ftan Faskadan es blaste Quatan. Humurilor Gras Ferel Goran. Er macht mich voll kirre. Ich bin voll im Stress hier. Oh Gott. Humurilor Gras Ferel Goran. Hilbe Mutje Gerul Felan. Hilbemutil Gerul Felan. Ihr habt es fast geschafft. Noch ein Vers. Juntir Katan Feluntir Sodan. Juntir Katan Feluntir Sodan. Nehmt ihm die Maske ab. Hey, was ist mit dir? Kannst du mich hören? Wer bist du? Wer bin ich? Was ist mit ihm? Er hat sein Gedächtnis verloren. Für immer? Ja, aber ist es nicht das, was ihr wolltet? Er hasst euch nun nicht mehr. Er wird euch helfen. Es ist nichts mehr von ihm übrig. Ohne Erinnerungen ist er nur noch eine leere Hülle. So ein Schicksal hat noch nicht einmal er verdient. Halt den Mund, du hast mir geholfen. Aber das geht zu weit. Sobald ich in Draconia bin, werde ich dich wegwerfen. Wie undankbar ihr seid, Prinzessin. Es wird mir eine Freude sein, euch endlich los zu sein. Bin ich schon wieder eingeschlafen? Ja.
Danke für den Rubin, Geron. Wer war das? Oh, da sind wir wieder zurück mit Geron. Das sieht alles nicht so gut gerade aus. Ja, die Maske hat sich verwirklicht mit dem, was sie kann. Das Geheimnis der Maske ist sozusagen gelüftet und wir sind wieder zurück mit Geron und irgendjemand hat sich gerade bedankt, dass der Rubin geklaut wurde oder dass er den Rubin hier rausgeholt hat. Und das ist ja schön, dass wir wieder die Arbeit für andere gemacht haben. Das heißt, jemand anderes hat jetzt nicht nur die Maske, sondern auch den Rubin. Uiuiui, was das noch ausmachen wird, da bin ich echt gespannt, was da noch kommen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.